Das ist das Telefon. Ja. Die Sau ist irgendwie nicht so ein vornehmes Tier. Ja. Ich habe es dann aber auch nicht Sau genannt. Ich habe dann das Bild Viech reingeschrieben. Ich wollte es neutral halten. Es gibt doch auch Leute, die mit eigener Fantasie behaftet sind und Bilder anschauen. Und die sehen dann vielleicht ein Nilpferd oder... Oder müssen nicht alle Pferde am Nil, ein Amazonaspferd oder ein Donaupferd, Rheinpferd, nein, Rhein nimmer, der ist ja zu dreckig, aber so irgendwelche Pferde halt, oder wieder was an. Also da war das Waldviertel schon sehr wichtig für diese Artenmalerei. Also da habe ich nicht die Natur gefunden, sondern man kann eigentlich lustigerweise sagen, da habe ich mich gefunden, indem ich in mir eine harmonische Ordnung versucht habe aufzubauen, die ich dann in den Bildern weitergeben habe. Das interessiert mich eben dann sehr in der Landschaft, wie sich das eine zum anderen verhält, die Zuordnungen, und diese Ordnung wieder zerstören im Bild dann, nicht das dabei belassen, dass man etwas nachvollzieht, was in der Landschaft da ist, sondern dass man dann damit umgeht, hantiert, spielt. Dass man dann die Sache bearbeitet und weiterentwickelt. Weg von der Natur hin dann zum rein Malerischen. Ne? Ein Baum war nie wichtig für mich. Nur wenn man sich mit einem Baum irgendwie solidarisieren kann, als Existenz, als einsame Existenz, dann ist er vielleicht irgendwie für mich eine Parallele für mein Leben, aber jetzt nicht das Ereignis in der Natur. Das Biologische hat mich nie interessiert an der Natur, das Blühende oder so, sondern nur das, was sich so abspielt an Energie. Na, genug davon, sonst kriegt man ja Lust, irgendwie gleich wieder wegzufahren aus der Stadt. Und wir sitzen ja da in der Stadt. Da geht es ja auch ganz schön zu in der Stadt. Ich weiß nicht, wann das zu sehen ist, aber irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, weil ich schon sehr lange in der Stadt war, Landschaften wieder zu malen, die da überhaupt nichts mit Waldviertel zu tun haben. Und daher hat es genauso nicht wie bei Waldviertel und Baum, Gras, Wiese, Unterholz und was das ganze Zeugs ist, hat es genauso wenig zu tun mit wirklicher Landschaft, sondern das sind Landschaften wieder gewesen, in denen ich selber sicher noch nie war, die ich erfunden habe. Also nicht so richtig, irgendwann werde ich schon einmal gesehen haben, so richtig erfinden kann man ja nichts. Und das sind so Hügelketten entstanden, die mir sehr wichtig sind. Mich erinnert die immer ein bisschen an Herz. Rhythmen. Mhm. Ja, ja. Also EKG. Aha. Rauf und runter. Ja, ja. Oder so Leistungstabellen, nicht? Von so Konkursbetrieben rauf und runter. Das ist ja ein allgemeines Symbol, das ich da rein transferiert habe. Rauf ist der Sieg, das steigende der Erfolg und runter ist das Fallen. Das ist das. Man hat das auch in der Lyrik, nicht? Ja, was hat es eigentlich mit dieser Sau auf sich? Ja, mit der Gerüst. Ich glaube, diese Sau auch kommen. Ja, plötzlich so, also das war ja noch irgendwie der Ort, die Ausläufer waren ja noch, wie ich mich mit so Hügelketten am Horizont beschäftigt habe. Und wenn man sich immer mit dem Hintergrund beschäftigt beim Bild, ist das Problem natürlich immer sehr groß, was macht man im Vordergrund. In den meisten Abteilungen der Kunstgeschichte ist es ja so, dass der Vordergrund wichtig ist, was weiß ich, Frühstück im Grünen oder eine Jagdszene oder so. Der Hintergrund ist der Farsch. Der Hintergrund ist, wie die Kinder, die zum Fotografen geschleppt worden sind, nur zur Jahrhundertwende. Der Hintergrund ist zierend, der Vordergrund ist wichtig. Man ist umgekehrt. Ich habe einen wichtigen Hintergrund und weiß nie, was im Vordergrund sein soll. Und da habe ich dann eben eine Sau mal genommen. Die ist ja sehr massiv. Deswegen ist sie so flächig geworden. Mhm. Ja. Ah, verstehe. Deshalb ist sie so flächig und groß. Und wenn einmal eine Sau da ist, wollte ich irgendwie... Da hat es noch was braucht. Also habe ich so einen kleinen Hirten hingestellt. Es ist kein lustiges Bild, auch nicht komisch, aber ich für mich fasse es irgendwie als gut aufgelegt Bild auf. Ich bin gut aufgelegt. Die Stillleben. Aber beim Hindemith geht es ganz anders zu. Die sind
nicht still. Ja, das ist lauter, der Himmel mit. Das ist lauter. Das ist irgendwie jetzt nicht so, dass ich da jetzt Himmel mit malerisch näher ausdrücken wollte. Das ging auch gar nicht, sondern das ist einfach nur die Wahrheit, dass ich eben beim Malen damals Himmel mitgehört habe. Und ich höre meistens Musik beim Malen, nur wie ich Hindemith gemalt habe, diese Hindemith-Serie, da hat mich diese Musik von ihm schon sehr, sehr beeinflusst. Und das habe ich im Nachhinein bemerkt, wie sehr ich irgendwie unter diesem Eindruck gestanden bin. Und da habe ich dann eben nachher wahrheitsgemäß hingeschrieben an Hindemith. Nicht nur das eine Bild, die ganze Serie sind wie davon betroffen, eben diese jetzt schon sehr, sehr expressiven Zuordnungen. Jetzt zischt doch das dann irgendwie schon so hin und her, das sieht man hier sehr schön im Film. Diese ganzen Linien, die sich auf andere Linien stürzen, aus verschiedensten Richtungen kommen. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr laut im Vergleich zu dem Stillleben. Weil ich ja nie irgendwas durchhalte. Ich mache einmal extrem das andere mal extrem das. So hat sich das irgendwie ergeben. Behaftet sind und Bilder anschauen. Und die sind dann vielleicht ein Nilpferd oder nicht alle Pferde am Nil, ein Amazonaspferd oder ein Donaupferd, Rheinpferd, nein, nimmer, der ist ja zu dreckig, aber so irgendwelche Pferde halt oder wieder was anderes. Aber das ist schon ein sympathisches Bild.